Mein Name ist Frederico Maria Victoria, amigo de la sintonía donde la tiga no se tiene muy buena ciudad, desliza de Carlos, contentamente a la talona blanca de la vida de la Dajo. Todavía se dio en Mercedes de Fuchsen Zumpf, caganda! Ich bin von den Männern gefürchtet. Ich habe aber gar keine Angst. Ich sagte von den Männern, nicht von den Senioritas nicht Liedstrich. Fische, Stritze, Fisch, Stritze, Fische, Fische, Stritze nochmal. Fische, Stritze, Fisch, Stritze, Fische, Fische, Stritze, Fisch, Fische, Fische, Stritze, Fische, Fische, Stritze, Fische, 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 schau mal nach links, schau nach links, nochmal, da ist links, schau nach links, nochmal, check out, du schaffst es, da ist links, nochmal. Machst du irgendwas? Nein, ich stehe hier, schau nach links, nochmal. Mach alle nicht gern. Mach das schon eins. Okay, schon nach rechts. Auf Frederik. Schon das runter, schon runter, so, schon runter, so dann, schon das runter. Schon so, dann schon so. Wusstest du? Was? Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, du bist und leitest eine Pfeife. Lass das Stückchen los, lass das Stückchen los. Hm? Lass das Stückchen da. Du mach das los, lass das los, lass das los. Brav, brav, hol das Stückchen, hol das Stückchen, hol das Stückchen. Je größer die Augen, desto niedlicher die Puppe. Mit einer Handpuppe kann man erstaunlich viele Gefühle ausdrücken. Angst. Trauer. Freude! Hey, Wut! Du hast mich! Begierde! Soll ich dir mal was verraten? Ja? Ich hab sogar ein bisschen Angst. Angst? Ja, so ein mulmiges Gefühl. Mulmig? Hm? Brauchst du nicht. Mit dem richtigen Partner an deiner Seite ist es ganz toll. Ja? Ja. Okay. Schon weg. Wer ist denn der Glückliche? Frederik. Wenn du deine privatesten Dinge mit jemandem teilen möchtest, dann... Geh ich zu Facebook. Du brauchst jemanden, der so ein bisschen... Na? Gemütlich ist. Gemütlich ist toll. Ja, jemand, der es nicht eilig hat, aber immer weiß, wo es lang geht. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Und dann? Dann wird man gefragt, ob man sein Leben mit dem anderen verbringen möchte. Hm? Dann sagt man ja. 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 Wie romantisch. Jetzt sind wir verheiratet. Ich heiße Herr Schröder und das ist Ursula. Exakt, Ursula. Die sprechen ja doch unsere Sprache. Hatte ich mir gerade runtergeladen. Exakt, Ursula. Warum machen Sie eigentlich mal? Geht's Ihnen nicht gut? Wieso? Ihr Hals wird gar nicht länger. Ich habe einem Quarktisten vom Planeten Hügel eine Mütze verkauft. Super. Was ist das Besondere dran? Quarktisten haben gar keinen Kopf. Wir hören jetzt einen Auszug aus Friedrich Tackels Sommersonate in D-Dur für Boden, Lege und Nutzgeflügel. Das Singspiel Frühling, was tust du mir wohl für ein bis zwei Hühner, Köchelverzeichnis 321, 405. Das Präludium Forte, wohlauf ihr Hühner, scharrt, scharrt. Herr Kapellmeister, bitte. Bist du soweit? Thank you.
Professor. Herr Grammel. Sie haben Wasser entdeckt. Ja, das ist richtig. Ich habe. Wir haben einen Otter. Keinen Affen. Keinen Hai. Keinen Wal. Der sich nicht mit Affen versteht. Und genau deswegen haben wir, Herr Grammel, einen Otter. Ja, was passiert denn jetzt mit mir? Das werden wir gleich sehen. In 3, 2, 1, Herr Grammel, bis auf das Schwitzen, wie fühlen Sie sich? Eigentlich ganz normal. Trinken Sie jetzt davon. Ich opfere mich im Dienste der Wissenschaft. Vielleicht hören Sie ja dann endlich auf zu schwitzen. Und wie ist es? Tschakka! Komm, wir gehen das Trinken eitern an. Ich heiße Rüdiger, außer Rüdiger. Exakt. Ursula! Wie kommen wir aus dir nun mal wieder raus? Keine Ahnung. Wenn ihr mal kurz hier reinschauen würdet, tut auch nicht weh.